Hey liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Biomutant. In den letzten Folgen haben wir viel erlebt, unter anderem viele Kriege geführt und da werden wir jetzt weitermachen. Es ist ja ein neuer Stamm aufgetaucht, den wir bekämpfen müssen, damit der... Okay, damit der... Frieden wiederhergestellt ist. Wir wollen ja niemanden irgendwie jetzt hier ausschalten, aber wir wollen halt die Stämme schon einander näher bringen. Das ist der einzige Grund. So. Und erobere die gegnerischen Außenposten 800 Fuß entfernt. Ja, gut. Ich muss gerade kurz gucken, ob ich hier gerade gestört werde oder nicht. So, was ist hier? Achso, durchwühlen. Übrigens wollte ich mich ganz kurz nochmal bedanken für dieses tolle Feedback bei dem letzten Random Freitag. Falls ihr es gesehen habt, Random Freitag habe ich ja City Skylines mal wieder aufgenommen. Das erste Mal seit langer Zeit. Und es kam gut an. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufrufe es hatte zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es 15 Aufrufe. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt. War ich aber echt überrascht tatsächlich, weil ich persönlich hatte Jetzt ist erstmal. es nicht mehr spät, sondern früh. Weil ich persönlich hatte die Schnauze, sage ich jetzt mal, voll von City Skylines erstmal für eine gewisse Zeit. Habe jetzt erstmal wieder gespielt, weil ich dachte, random Freitag kommen, kannst du mal machen. Und ja, und das war ganz cool und ich habe es schon ein bisschen vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist ja City Skylines genauso wie es bei dem werten Gronkh oder Gregor Unk Minecraft ist. Da man fängt immer wieder an und man fängt immer wieder, man hört immer wieder auf. Also ich glaube, City Skylines und ich habe auch später dann nochmal mit Fred geschrieben, weil der freut sich auch jedes Mal, wenn ich das halt mache oder spiele. Upp. So. Der freut sich nämlich auch immer, wenn ich City Skylines spiele und Let's Play und so. Er spielt es auch sehr gerne, aber er Let's Playt es halt nicht. Und deswegen fand er es auch cool, dass ich es auch immer wieder gemacht habe. Und. Die greift mich nicht an. Alles klar. Läuft bei euch. Nee, ich will nicht zu euch. Lasst mich in Ruhe. So. Und er meinte dann halt einfach so, ich und City Skylines, das ist was hat er denn gesagt? Partnerschaft oder irgendwas hat er gesagt? Ich dann so, nee, ich und City Skylines, das ist eine ewige never ending Love Story. Habe ich dann behauptet. Und er dann so, ja, Mann. Also, ich und City Skylines wird wohl längere Zeit noch bestehen bleiben hier auf diesem Kanal. Ob es dann genau die gleichen. Sagt, es ist Zeit, den Außenposten zu befreien. Richte auf deinem Weg zum gegnerischen Anführer so wenig Schaden wie möglich an. Warte, ganz Das kurz. ist die erste Verteidigungslinie. Ja, können wir gleich gucken. Was ich noch kurz sagen wollte ist, was? Wieso werde ich angegriffen? Werde ich denn weiter angegriffen? Das ist mir jetzt aber neu. So.
So. Ich glaube, das war's, oder? Ein Bombenlüpfer. Ja. Okay. Wie kriege ich den? Oh Gott. Wie? Ah, warte mal. Das war ein Treffer. Das war's. So. So. Eine Fassrutsche. Hau dagegen, damit ein Fass rauskommt. Schleudere es dann zum Tor und lass es explodieren. Okay. Sieht explosiv aus. Schieß drauf. Dann geht es hoch. Aber halte Abstand. Es ist kompliziert. Probiere es nochmal. Ach, dieses Tor. Also. Nein. Oh Leute, mach jetzt. Du bist drin. Nur weiter so. Warte mal. Machen wir mal kurz hier Pause. Und da wollte ich noch kurz erzählen, dass Fred das immer feiert. Und dann habe ich ja gemeint, dass das eine Neverending Love Story ist. Das heißt, es könnte sein, dass ich irgendwann nochmal City Skylines bringe. Aber ich weiß halt nicht, ob genau die Stadt. Da müsste ich nämlich die PlayStation wechseln. Und. Mal gucken. Oder ich fange halt einfach nochmal neu an. Aber naja, dafür wollte ich mich erstmal bedanken nochmal. Und jetzt aber bei Biomutant weiter gucken, was noch passiert. So, vorgestoßen. Heppa! Hier kommt die zweite Verteidigungslinie. Süß. Au. Ich kann auch mit Feuer spielen. Okay, warte mal. Sabotieren. Okay. Hä? Sabotieren, okay. Hä?
Wie? Da passiert ja gar nichts. Der schwelt bereits. Achso. Lang ordentlich zu. Aha. Okay, warte mal. Lang ordentlich zu. Ja, ja, mach ich. So. Okay. Und jetzt? Wie soll ich da hinkommen? Feuer mit Feuer, ja. Hm. Irgendwie, nee. Ach, da. Der war schlecht. Oh. Ich dachte, ich könnte hochjumpen. Jö. Jetzt aber. Fast geschafft. So, da hinten ist dann die Flagge und da können wir jetzt hin. Richtig? Richtig. Halleluja. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. So, perfecto mundo. Knack. Er sagt, knack nochmal die Schulter. Geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu noch dankt nicht. Dir. Dein Stamm wird stärker. I know. Findet deine Eroberung des dritten gegnerischen Außenposten. Sie alle hoffen, so. Dass du ihn... Jo. Das hätten wir jetzt auch geschafft. Gehe zur Festung. Das machen wir jetzt noch und dann gucken wir am Donnerstag, wie wir das... schaffen. Warum am Donnerstag? Weil ich heute, um ehrlich zu sein, ein bisschen K.O. bin. Ich hatte nämlich bis einschließlich heute, also ich nehme das jetzt gerade an einem Sonntag auf, bis einschließlich heute hatte ich Fortbildung von Donnerstag und davor habe ich ganz normal gearbeitet von Montag bis Donnerstag habe ich gearbeitet und von Donnerstag bis Sonntag hatte ich jetzt Fortbildung. Ein altes Haus. Und was davon übrig ist. Dementsprechend bin ich auch ein bisschen K.O., bin ich ehrlich. Dementsprechend nehme ich heute nicht so lange auf. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und dann starten wir einfach am Donnerstag mit neuer Energie in die Festung. Oder vielmehr, wir gehen rein in die Festung und stürmen die Festung dann. Bist du denn? Hey, cool, der hat unsere Klamotten an. Das ist auch unser Boteur. Also unsere Anfangsklamotten. Für die Leute, die jetzt erst dazu schalten. So, 90, 70, 60, 50... Okay. Das ist die Festung also. Okay, wir müssen mit dem jetzt gleich erstmal sprechen. Und dann müssen wir hier reingehen und dann knallt es hier aber auch gleich. So, warte mal. Interagieren. Erstmal kurz einen Wegpunkt setzen. Man kennt's. Mal sehen. Kennt ihr das nicht? So einfach so vor euren Leuten kurz da mal hin urinieren. Aber ich finde es schön, dass wir auch endlich mal die Dienstkleidung haben. Also. Das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Biomutant. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wünsche euch einen schönen Sonntag, alles klar. Wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Und wir sehen uns am Donnerstag. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.